Bale rechnet mit Realfans ab. Der bei den Anhängern der Königlichen in Ungnade gefallene Gareth Bale hat sich in einem Podcast gegen die Kritik an seiner Person gewehrt. Ich kann es nachvollziehen, wenn es sich an die Mannschaft richtet, wenn sie nicht gut spielt oder zur Halbzeit einige Tore zurückliegt. Aber seinen eigenen Spieler auszubuhen oder den eigenen Spieler auszupfeifen, wie sie es tun, ist einfach falsch. Wenn sie anfangen zu pfeifen, sinkt das Selbstvertrauen noch mehr, alles wird noch schwieriger. Man wird schlechter spielen, was sie noch wütender machen wird. Für mich ergibt es keinen Sinn, es verwirrt mich bis heute, ich verstehe es nicht. Für Aufsehen sorgte Bale aber auch selbst, als er nach der geglückten EM-Qualifikation mit Wales neben seinem Banner posierte. Dort stand Wales, Golf, Madrid in that order. Diesen Flaggenjubel erklärt er jetzt auch. Es war ein Scherz, als Spaß gemeint. Die Leute können es sehen, wie sie wollen, erklärte Bale nun die Hintergründe der Aktion. Heinkes zweifelt an Qualität von Sané. Trainerlegende Jupp Heynckes hat sich im Kicker zu Bayerns Wunschspieler Leroy Sané geäußert und ihm nicht das Prädikat Topspieler ausgestellt. Er war gut in Schwung, bevor er sich so schwer verletzt hat. Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Topspieler geschafft. Das ist ein Spieler, denke ich, der gerade am Scheideweg ist. Wird er weiter hart an sich arbeiten oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein? Er muss bereit dafür sein, den nächsten großen Schritt zu gehen, denn es nutzt nichts, das Talent nur ab und zu aufblitzen zu lassen. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dass ich den Preis nicht für gerechtfertigt halte, sagte Heynckes. Laut dem ehemaligen Bayern-Trainer müssten die Münchner eh eine andere Transferstrategie wählen und komplett auf junge Spieler setzen, anstatt große Namen zu holen. Can zeigt sich begeistert von Klopp. Mittelfeldspieler Emre Can von Borussia Dortmund hat in höchsten Tönen von seinem früheren Trainer Jürgen Klopp gesprochen. Jeder, der ihn kennt, weiß, was für ein cooler Typ er ist, sagte der Nationalspieler im Talkformat DFB at Home auf Instagram. Er ist, wie er ist, für seine Spieler gibt er alles. Für ihn zählt das Menschliche besonders und das ist großartig. Fußball ist für ihn wichtig, aber Familie ist auf Platz 1. Can trainierte von 2015 bis 2018 beim FC Liverpool unter Klopp. Mittlerweile ist der 26-Jährige in die Bundesliga zurückgekehrt, ein Schritt, den er bislang nicht bereut. Ich bin sehr froh, denn ich bin im richtigen Moment zurückgekommen. Mir gefällt es in Dortmund gut, ich wurde sehr gut angenommen und es macht mir Spaß, ein wichtiger Teil der Mannschaft zu sein, sagte der gebürtige Frankfurter.